Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade mit dem Zeitrad unterwegs für 2,5 Stunden Lit, also nur Grundlage, habe gerade 202 Watt im Schnitt und 43 Kilometer in der Stunde 17, also auf dem Zeitrad nach wie vor schnell unterwegs und das macht echt viel Spaß. Ganz kurz zur Einordnung, wir befinden uns im letzten Push to Frankfurt, würde ich sagen. Die letzte harte Trainingswoche, oder das ist so ein 10-Tages-Block, den ich so quasi covern möchte mit diesem Video und dem nächsten Video. Samstag ist ja dann der 3. August, das heißt Ende dieses Belastungsblocks sind es noch 14 Tage bis zum Rennen und dann besprechen wir auch mal, wie wir das Tapering gestalten. Der heutige Tag dient so ein bisschen als Wiedereinstieg. Bin heute früh 4 Kilometer geschwommen, ein reines Lit-Programm. Dann heute auf dem Rad 2,5 Stunden und 45 Minuten Dauerlauf. Dann mache ich später noch so eine Dreiviertelstunde Krafttraining, um das zu erhalten, was ich mir so im Winter und früher aufgebaut habe. Viel Stabi, viel Athletik. Genau. Und jetzt mache ich mich mal wieder klein und aerodynamisch. Jetzt so zum Reinkommen in diesen 10-Tages-Block würde ich sagen, alles ganz gut gelaufen eigentlich. War jetzt auch einfach nur viel Training, aber ansonsten eigentlich keine besonders herausfordernden Trainingseinheiten. Und dann war Donnerstag so der erste Tag, wo es wieder ein bisschen mehr war. Eine Stunde schwimmen, 2,5 Stunden Radfahren und dann eine Dreiviertelstunde laufen. Genau, der Freitag ging dann gleich mit einem Dauerlauf los. Ich starte jetzt mit einem 2 Stunden Long Run, es ist 7.11 Uhr und soll da zuerst eine Stunde wirklich auch wieder Lit laufen. Ganz locker, wahrscheinlich so irgendwas zwischen 4 Minuten und 4,10 werde ich im Schnitt die ersten 60 Minuten laufen. Und dann gefolgt von 4x 10 Minuten Sub-Threshold. Ich nehme Morten 1,60 mit und mache mir noch eine Flask mit ein bisschen Wasser drin, 250 Milliliter. Und genau, starte dann jetzt auch mal, ist noch schön kühl, sind heute so bis 30 Grad gemeldet. Von daher, genau, ist jetzt eh nicht schlecht, wenn ich ein bisschen früher loskomme, bin um kurz vor 6 aufgestanden, habe was gefrühstückt und genau, jetzt gehe ich raus, schon Gymnastik und laufe los. Zu Beginn hatte ich so ganz leichten Rückenwind, erste Stunde 3,59 gelaufen, im Schnitt 156 Herzfrequenz gehabt und dann 4x10 Minuten Sub-Threshold. Auch würde ich sagen, eher weit weg wirklich von der Schwelle. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, die liegt so bei 3,10. Und die Pace für die 10-Minuten-Blöcke war 3,31, 3,29, 3,29 und 3,28. Also auch wirklich sehr kontrolliert gelaufen. Die ganze Einheit habe ich mit dem Nike Infinite Run 4 gemacht. Genau, das heißt, der Freitag stand dann da, also schon mal im Zeichen des Laufes eigentlich in der Früh, dann nochmal 2 Stunden Lit Rad gefahren und am Abend gab es nochmal 1:30 Vereinsschwimmen hier. Das war eigentlich auch alles ganz gut und bis auf die 4x10 Minuten Blöcke war eigentlich an dem Freitag auch alles easy. Ja, ich bin wieder mal beim Carbs sammeln. Heute stehen 6 Stunden auf dem Zeitrahmen, aber Lit auf dem Plan, 190 bis 200 Watt. Und danach noch ein kurzer Koppellauf von 26 Minuten und 30 Sekunden. Ich habe ja am Zeitrad hier 1, 2, 3, 4 Flaschen. Das heißt, wir können eigentlich, ich kann so fahren, dass ich die ersten 3 Stunden gar keine Pause brauche. Ich mache in 3 Flaschen jeweils einen Morten 320, das heißt 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und genau, dann werde ich irgendwie mir bei der Pause eine Cola holen. Und dann nehme ich aber jetzt auch noch 2 Morten mit und fülle dann das sozusagen nochmal nach mit einer Wassermischung. Wenn wir aufgefüllt haben, dann kann ich auf jeden Fall
auf Nummer sicher gehen, dass der Magen gut mitmacht. Weil ich habe schon so manchmal das Gefühl, wenn man dann so viel Gummibärchen oder so frisst, was halt, finde ich, immer auf der Straße schon irgendwie das günstigste ist für, oder das ja angenehmste ist für viele Kohlenhydrate, kurze Zeit auf dem Fahrrad, habe ich irgendwie gerade, ist mir nicht danach, jetzt mehr Lust auf Mordnapp, sei dahingestellt. Ja, Philipp begleitet mich, wir haben leider ein bisschen, werden wahrscheinlich ein bisschen Pech mit dem Wetter haben, ist ziemlich viel Regen angesagt, schauen wir mal, was wird. Jetzt in diesen so umfangsorientierten, trainingsintensiven Phasen, ist es echt auch irgendwie, ja, wirklich eine Kunst, genügend zu essen. Ich hatte heute früh schon nur noch 63,8 auf der Waage. Was ich mir jetzt selber nicht erklären kann, weil ich gestern wirklich viel gegessen habe und getrunken auch. Also da muss man wirklich hinterher sein und eben am besten auch schon während den Trainingseinheiten einen ganz guten Anteil der Ernährung auf sich zu nehmen. Weil wenn man hier schon aus einer Trainingseinheit rauskommt und irgendwie mega den Rückstand hat, was das Kalorienziel angeht, dann hat man auch, finde ich, gar nicht mehr so die Zeit, dann am verbleibenden Tag das noch aufzuholen. Also dann bist du ja wirklich nur noch mit Essen beschäftigt und irgendwann hat man ja auch wirklich einfach keinen Appetit mehr und dann wird es ein Kampf. Also von daher kann ich wirklich jedem empfehlen, dass, also ne, ab einer gewissen Trainingsstundenzahl pro Woche trifft es eigentlich auf alles Training zu. Ne? Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, 18 bis 20 Stunden Trainingswochen mal hast, was ja schon viele Age-Group-Athleten auch schon haben, oder zumindest mal im Trainingslager oder so haben, also dann wird man das auf jeden Fall positiv merken, wenn man es schon schafft, auf dem Rad auch eine gute Menge zu sich zu nehmen. Jetzt mache ich noch so 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten Gymnastik, vor allem so um die Beine wieder ein bisschen, zumindest vom Gefühl her, frischer zu bekommen. Gestern durch den Long Run ist auch Oberschenkel ein bisschen fest. Und genau, war zwar gestern beim Christian auch eine halbe Stunde, das hat sehr gut getan. Aber bei 6 Stunden auf dem Zeitrad ist dann schon irgendwie kurz Gymnastik vorher nicht zu vernachlässigen, würde ich sagen. Und macht man ja vorm, oder mache ich ja vorm Wettkampf auch. Auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute investierte Minuten hier nochmal. Und auch der Lauf, hätte ich gesagt, selbst wenn dann 6 Stunden Fahrrad dazwischen liegen, fühlt sich dann schon irgendwie ein bisschen besser an, wenn man in der Früh sich mal ein bisschen mobilisiert hat. Also ja, das wäre auf jeden Fall mal eine Empfehlung, würde ich sagen. Na gut, Philipp, jetzt sind wir 111 Kilometer gefahren, um dann uns diese Immobilie mal anzugucken, weil der Markt, wo wir uns eigentlich Flaschen auffüllen wollten, der steht zum Verkauf und hat überhaupt nichts mehr zu verkaufen. Das heißt, also wenn jemand will, 800 Quadratmeter, mitten in Suhl, schönste Lage, cooler Haarschnitt, alles mit dabei. Na gut, nachdem die erste Stunde wirklich nur durchgeregnet war, war es jetzt, hat man 2 Stunden eigentlich Ruhe. Jetzt fängt es ja auch richtig das Regnen an, also wir gehen mal in die Recherche. Im Moment 213 Watt normalized. 202 im Schnitt, 130er Puls im Schnitt, das passt, aber ich bin mal gespannt, wir sind nicht deutlich langsamer mit 33,2 km/h, als ich mir das erwünscht und errechnet hätte. Ach, unterm Strich war es jetzt doch ein ganz schönes Brett. 6 Stunden, 29 Minuten, 14 Sekunden, 221,8 Kilometer. Wow, längste Radfahrt ever. Und jetzt laufen. Da freue ich mich drauf. Schön, mal eine andere Bewegung. 26 Minuten 32 mit 8 Minuten einlaufen, dann 3, 2, 1 Minute so auf 3,20 Tempo anlaufen, war die Aufgabe. Das ist ganz gut gelungen. Das Einlaufen war noch ein bisschen schneller mit 3,57er Pace und dann 3,22, 3,19 und 3,21 die Belastungsblöcke. Und dann nochmal 8 Minuten auslaufen bei 4,36 im Schnitt. Also der Samstag war dann schon sehr umfangreich mit 7 Stunden Training. Im Training allein 2300 Kalorien verbrannt. Also da war ich dann auch echt viel mit Essen beschäftigt. Auch dann vor allen Dingen am Mittwoch. Der Mittwoch war dann schon eher so wieder so ein Carboloading für den Montag, weil der dann auch wieder deutlich intensiver war. Ich habe aber, muss ich sagen, die Beine von der langen Radfahrt schon auch am Montag noch gespürt.
Nächster Block hat halt gefangen. Bin gerade fertig mit den Intervallen. 8x5 Minuten. Ne? Circa 315 Watt. Eine Minute 30 Pause. Schon. Muskulär die Beine. Richtiges Scheißgefühl gehabt. Puls relativ niedrig. Also im Großen und Ganzen, ne, bin ich zufriedener. Ja, jetzt fülle ich die Radfahrt noch auf 2,5 Stunden auf. Ich hatte dann noch einen Lauf im Schwellenbereich drauf, 5x5 Minuten. 3,18 war die Aufgabe, das habe ich leicht verfehlt. 3,22, 3,15, 3,14, 3,16 und 3,19, also nur der erste Lauf und der letzte. Die lagen da so in der Range, die ich hätte laufen sollen. Ansonsten war es ein bisschen schneller. Das war ein Programm, was ich mit dem Kinvara gemacht habe, der echt gut ist. Also ist jetzt auch kein klassischer Superschuh in dem Sinne, aber fühlt sich einfach sehr direkt an, finde ich. Finde ich einen Top-Schuh. Also der reicht wirklich von so normalen Dauerläufen bis hin zu so schnellen Programmen. Genau, und hier war der 3,22er, war mit 13 Höhenmetern und der 3,19er, also der erste und der letzte war einmal der erste mit Höhenmeter, der zweite war dann in recht starkem Gegenwind und dazwischen hatte ich einfach Rückenwind, deswegen waren die auch nochmal ein bisschen schneller. Genau, dann eine ganz solide Schwimmeinheit beim Verein am Montagabend noch gemacht mit 3x400 Lagen in verschiedenen Wechselabständen mit immer 6x Beinen dazwischen, 6x66 Meter Bein, wir schwimmen dann 33,3 Meter Pool. Genau, dann noch eine Treppe, insgesamt 1000 Meter Kraularme, also 4, 3, 2, 100 Meter. Ja, genau, und dann sind wir auch schon quasi im Hier und Jetzt. Es ist Dienstag, der 30. Juli, heute ein reiner Litt-Tag. Ich glaube, 5,5 Stunden werden es. Eine Stunde im Wasser habe ich schon hinter mir und jetzt kommen 3 Stunden auf dem Rad. Eine Stunde habe ich jetzt schon, läuft bisher sehr gut. Schauen wir mal, dass es so bleibt. So, 2 Stunden unterwegs, 1,55. Average Watt 194, Average Puls 124, was echt niedrig ist. Langsam wird es warm. Kurzer Twix, Stopp, dann geht's weiter. Gute Beine bisher. Also ich liebe diese Runde wirklich. So schön hier durchs Tal zu ballern. Macht natürlich auch viel Spaß, wenn das Bein gut ist und der Wind von hinten ein kleines bisschen schiebt. 2,5 Stunden haben wir jetzt gerade durch. Und ich denke, 3,30 werde ich auf jeden Fall fahren. Hab noch ein kleines bisschen Puffer in meiner Tagesplanung, bis ich beim Kindergarten sein muss. Also wird es vielleicht ein bisschen mehr. Puls ist ein bisschen höher. Hat jetzt aber auch schon 30 Grad, also nach wie vor alles gut. Geworden. 3 Stunden 42, 191 Watt im Schnitt, 126er Puls im Schnitt. Das ist top. Garmin hat jetzt am Ende dann ja, ein bisschen über 30 Grad angezeigt. Jetzt haben wir 13.30 Uhr, das heißt, ich habe jetzt eine Stunde, bis ich beim Kindergarten sein muss und ungefähr 2 bis vielleicht 2,5 Stunden, bis ich loslaufen muss für meinen Dauerlauf. Das wird dann ja, nur so eine lockere Stunde sein. Und gegebenenfalls muss ich dann noch so die 3-4 Kilometer vom Schwimmbad nach Hause laufen, weil Susi mit dem Fahrrad hinfahren wollte. Genau, aber das wird heute alles easy sein. Und dann ist, so viel kann ich jetzt schon mal vorweg greifen, sozusagen morgen, der Mittwoch, ein reiner, ja, kann man schon so sagen, Carbo-Loading-Tag für dann nochmal den nächsten Belastungsblock, der sein wird, dann eben Donnerstag, Freitag, Samstag mit nochmal Donnerstag und Freitag viel spezifischen Einheiten und Samstag dann wieder viel Umfang mit wieder 6 Stunden plus Radfahren und einen kleinen Kopfelauf dazu. Genau, also von daher schaue ich jetzt mal, dass ich, bevor ich mich dusche oder sonst irgendwie was mache,
mir ein bisschen was zu essen besorge. Recht carblastig. Ich schaue, dass ich schon irgendwie auch auf meine 100 Gramm, am besten mehr, Gramm Protein komme am Tag. Aber ich muss sagen, struggle ich im Moment schon. Und so das Mittagessen oder das erste Mittagessen wird da nicht viel helfen. Ich mache mir jetzt einfach mit Weißbrot ein paar Peanut Butter Jelly Sandwiches und werde mir die schmecken lassen. Ja, und dann mal gucken, was mir sozusagen noch im Laufe des Tages an Snacks über den Weg läuft. Und ja, was wir Abendessen, weiß ich noch nicht. Gestern habe ich dann irgendwie mir Burritos gemacht mit so Bohnenmus drin, Reis drinnen. Also auch da wieder ein bisschen Carbs, bisschen Eiweiß und das Ganze dann abends noch mit einem Eiweißshake. Finalisiert, wenn man so möchte. Und Beine haben sich heute wirklich gut angefühlt. Also nachdem ich ja gestern, wie schon erwähnt hatte, bei beiden Einheiten wirklich muskulär gezweifelt habe, dass ich das irgendwie gut über die Bühne bringen kann, heute umso besser. Schön war es. Hat jetzt wirklich durchweg Spaß gemacht. Auch wenn ich vergessen hatte, vorher meine Kopfhörer zu laden und die mich dann prompt oder ziemlich prompt verlassen haben. Ja. So ist es manchmal. So, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos, des ersten Teils, dieses letzten Pushes bis zum Ironman Frankfurt. Und dann melde ich mich wieder mit einem Bericht über die nächsten 3-4 Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Peace.